Kennen Sie die Elbstation? Nein? Nee, ehrlich nicht. Also das ist aber schade, weil die Elbstation ist echt cool. Man kann hier wirklich etwas erreichen. Es ist immer lustig, hierher zu kommen. Es gibt jeden Tag auf jeden Fall was zu lachen. Ich bin hier schon 5 Jahre und bin schon so ein alter Knacker an der Elbstation. Ich finde es cool. Es ist spannend hier. Man kann hier viele Sachen machen. Theater, Radio, Foto und Film. Es hat mich extrem überrascht, wie freundlich alle waren. Und es hat auch einfach mal Spaß gemacht, ein bisschen auf sich rauszukommen. Sie verändert mich auf jeden Fall. Sie macht mich offener. Sie macht mich fröhlicher. Sie hat mir gute Freunde beschafft. Die Elbstation ist so ein Multikulti-Kreis. Also hier sind so viele aus verschiedenen Nationalitäten und jeder versteht sich mit jedem super. Ja, ich dachte, das ist so normal, so. Also so wie in Schule, so, ne? Ja, aber. Aber das ist also mehr als in Schule, du lernst mehr. Und ich freue mich sehr, 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 dass ich hier bin. Und ich mache auch, jetzt zu sagen, kann man so sagen, ich will auch, oder ich möchte auch nächstes Jahr auch dabei sein und ich will nochmal weitermachen. Weil mir so Spaß gemacht hat. Weil ich hätte so viele nette Leute kennengelernt. Ich will immer hier sein. Oder? Ich habe hier gelernt, ich habe viel Selbstbewusstsein hier bekommen in den ganzen 5 Jahren. Freunde sind so wichtig wie die Luft zum Atmen. Manche Freunde hat man ein Leben lang, aber andere enden früher oder später. Jeder Mensch braucht Freunde, aber die richtigen und nicht die falschen. Also ich mag es hier sehr. Weil es cool ist, weil man den Leuten zeigen kann, was man kann. Ich bin ein kleiner Star geworden.